Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing, und zwar dem USB-Konferenzlautsprecher. Den habe ich bei Amazon gekauft für um die 65 Euro. Ich muss nochmal nachgucken. Nicht für mich selber, darum hat mich ein Kollege gebeten. Ich habe es von meinem eigenen Geld bezahlt. Aber wenn er sich den abholt, dann kriege ich die Kohle halt von ihm in bar, oder er überweist es mir oder so. Rechnung habe ich schon ausgedruckt, dass er auch was für seine Papiere hat. Ich muss ihn gerade nochmal suchen. Hier, Bestelldetails anzeigen. Bestelldetails anzeigen. Mehrere Sachen drin. Nee, Entschuldigung. 69, 99. Ich hatte doch, aber da war doch irgendwann mein Coupon. Also, der ist jetzt nicht, den gibt es nicht mehr. Also, ich hatte irgendwie 5 Euro oder 4 Euro Coupon oder so. Ich glaube, ich habe nur 64 bezahlt. 64,99 oder 65,99. Bin mir jetzt nicht so sicher. Und das ist er. Ja. Das ist so ein bisschen wie Alexa aufgebaut, vom Optischen her. Ja, was ist denn los, Mausi? Was ist denn los? Ja, Mausi will uns Hallo sagen. Den packen wir jetzt einfach mal aus. Mausi, komm mal weg hier. Komm hier rüber. Ja, Mausi ist sehr schmusig heute. Die merkt halt auch, dass es Tigger nicht so gut geht. So. USB Speakerphone Office Core M0 oder MO von Emmet. Sonst steht hier nichts weiter drauf. Doch da. Vier Mikrofone sind drin, 365 Grad. HD-Phone, also HD-Qualität soll es sein vom Audio. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.9 oder höher und Chrome OS. Easy to use. USB-C, okay. So, den werden wir jetzt mal auspacken. Den werde ich auch in einem Hardware-Video testen. Da werde ich einfach mal ungefiltert, ohne was, werde ich das dann in mein Aufnahmeprogramm reinmachen. Und dann könnt ihr euch von der Qualität selber überzeugen. Also, wir haben hier zwei Kabel: ein Klinkenkabel, ein USB-Kabel und ein User Manual. Sagt er mir auch an. Das war das erste, was ich hatte, nach dem Aufmachen. Hier haben wir das auch farbig alles erklärt. So. In der Mitte, wenn man da den Lautsprecher, also den Mikrofon mit einem Strich drückt, dann nimmt es nicht mehr auf. Also dann hört man nichts mehr. Also der Gegenüber. Mute. LED. Aha, okay. Das LED soll wohl da leuchten, wo es, denke ich mal, wo man spricht. Kopfhörer kann man auch anschließen. Hoppala, so sieht das ganze Datenblatt aus. Ich mache mal nur die Hälfte so. Und hier ist halt, ne? Das ist alles in Englisch und Chinesisch. Nee, Deutsch haben wir auch mit bei. Deutsch ist auch mit bei. So. Da haben wir eine Anleitung mit bei. FreeGIF. Ach, da gibt es was gratis dazu. Wenn das jetzt in Deutsch wäre, werdet ihr ins Knorke auch hinten. Okay, also. Oder Kundenservice. Ja, muss ich mir nachher durchlesen. Ich habe jetzt meine Lesebrille nicht auf. So, dann haben wir einmal
Netzteil. Und hier haben wir die Kabel. Das können wir jetzt hier alles wieder reinpacken. Und dann haben wir praktisch die Anleitung. Nee, das ist garantiemäßig oder irgendwas. Keine Ahnung, muss ich mir durchlesen, wie man es anschließt. Hoppala. Ein Klinkekabel, der auch schon schön lang scheint. Einen USB zu USB-C. Ich mache mal das so, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So. Und natürlich das Mikrofon beziehungsweise ja, an sich. Wir machen mal Hardware jetzt hier gleich mit, weil sonst ist das Unboxing ein bisschen kurz. Machen wir gleich die Hardware mit und dann mache ich nachher dann halt anschließen, mache ich ja nur ein USB und dann machen wir da mal eine Testaufnahme. Also unten hier ist alles Gummi. Wartet mal, ich mache mal lieber so, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Oder wartet mal, ich mache mal so. Macht sich vielleicht so ein bisschen besser so. So, hier ist alles, das ist eine große Gummifläche. Sieht man das vielleicht? Und die Ecken, die gucken noch ein bisschen mehr vor. Das ist so gewollt. Das heißt, dass der schön rutschfest ist. Weil die ganze untere Platte ist eine riesen Gummifläche. Emmet, FC, CE und was weiß ich, was da alles drauf ist. Da. Dann haben wir komplett gecleantes Gehäuse. Also hier ist nichts außenrum, außer halt die BN-Anschlüsse. Ja. Hier unten sind, ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt, hier sind Schlitze für indirekte Belüftung. Also damit aber nicht so heiß wird. Ja, Mausi, ist ja gut. Ist ja gut. Und oben haben wir dann, sieht es dann so aus. In der Mitte haben wir dann die Mute-Taste. Dann haben wir oben Lautsprecher aus, also dass wir nicht mehr hören, was da kommt. Dann haben wir hier Plus und Minus für laut und leise. Und hier unten annehmen. Das kann man dann hier Gespräch annehmen. Die ganze Oberfläche oben, also das Runde, das ist gummiert. Also das ist alles gummiert. Sieht man das? Ja. Und dann haben wir hier halt praktisch innen drin den Lautsprecher. Mausi, ist doch gut. Ja. Mehr ist da jetzt nicht mit bei. Und dann haben wir hier halt außenrum dieser weiße Kreis. Das hier. Das ist unsere LED-Anzeige. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ich werde den gleich mal an PC anschließen und dann mache ich Streamlabs OBS einfach mal auf. Ich mache keinen Filter rein, gar nichts. Nur damit ihr das Mikrofon hören könnt, wie es sich anhört. Ich werde es auch mal in einem Skype-Gespräch testen. Mal gucken, wer sich da zur Verfügung stellt. Vielleicht Marc oder so, aber Marc ist jetzt nicht da. Das kann ich dann erst Montag machen oder Dienstag. Der Druckpunkt ist ganz schön. Ja, Mausi ist auch begeistert. Reibt sich gerade am Mikrofon. Nee, das hat einen schönen, angenehmen Druckpunkt. Ganz leicht muss man nur drücken. Oder hier. Hört ihr das? Man muss wirklich nur ganz, ganz leicht drücken. Auch hier. Das ist sehr angenehm. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt für das Unboxing mit ein bisschen Hardware. Wir werden jetzt gleich ein Testvideo machen, wo wir uns das mal anhören, wie er jetzt so ist. Jo, und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.